Lade nach, lade nach. Ja, lade doch nach. Ah, keine Munition mehr, scheiße. Ach, diese scheiß Minen. Ich fange bei der Bundeswehr an, das Minenbuch. Scheißdinger, man kennt's doch. Ewig laufe ich in diese scheiß Dinger rein. Halt die Stellung, Olaf. Naja. Versuche. Da kommen noch mehr. Ich hab keine Munition mehr, Kacke. Ja, ich auch nicht. Das ist ja das Schlimme. Na, ich zieh euch zurück, Ja, ich zieh mich zurück. Wir haben ja gehackt hier. Genau, haben wir fertig. Ein hab ich. Die schießen hier immer noch auf mich. Sauchhund. So, ich lauf so. Gut. Bin ja bald wieder in Hollywood hier, Jan. Ja. Da sind aber noch welche, ne? Ja, ist mir egal, ich lauf weg. Weil die Aufgabe haben wir erledigt, weißt du? So, jetzt alle. Also jetzt habe ich wieder ein bisschen was. Alle sind Alle sind hier, ich sehe noch fünf Stück hinter mir herrennen. Minen dürften auch keine da sein. Die hat er sich schon alle erledigt. Die habe ich alle weggemacht. Alter, lass mich in Ruhe, ich sterb doch gleich. Die Schuss haben wir jetzt da drin. Jo, ich bin tot. Ja, 30 und 55 ist also nicht sehr viel, du. Stell uns wieder alles an, ja. wie die ersten Menschen hier. So. So, dann habe ich wieder Zeit zum Baden. Ah, warte mal, schauen wir mal da, wo der ist, der Krüppel. Aufstehen. Ich bin auch zur Baustelle gerannt. Da war auch ein Scharfschütze, okay. So, der scheiß Lautsprecher ist auch weg. Wo bist du, der da hinten? Ja, bleib mal da. Bleib da, hier sind genug. Ja? Ja. Na, hier ist zum Olaf. Ich hab hier den euren Lautsprecher, diesen Funke. Ja, den Funke eben noch. Ja. Diesen Mistkerlbock da. Ich habe immer noch keine Munition. Scheiße. Oh. Brauch einen Biwak. Olaf, bist du noch nie auf eine Mine draufgetreten? Ich mache sie immer alle vorher nieder. Ich sehe die nicht und ich höre die nicht. Du bist gerade auf einer Mine getreten, oder? Oder wann? Na klar, so einmal. Abgeknallt habe ich sie. Wo ist mein Freund der Hubschrauber? Den höre ich. Hier. Nicht treten, nicht schießen. Halleluja. Wir spielen die da rum, verstehst du? Da ist Sigi drin, ne? Ja. Ich wollte gucken, ob hier Flugverbotszone ist, aber es geht gut. Nee, haben wir ja jetzt ausgeschaltet, oder? Ah, Mann. Da hat mich schon wieder jemand in die Mine reingetreten. Nee, habe ich abgeschossen. Aber da oben ist eine Kiste mit, ne? Ja, die Kiste habe ich schon. Ja. Junge, war das eine Krampfsache hier? Das zeige ich dir. Dann geht ihre Munition aus. Meine
Das zeigt, dass du sie geballert hast. Das Schlimmste ist, wenn die Munition ausgeht. Ja. Ja. Und du gar nichts mehr machen kannst. Du hast auch keine Möglichkeit, in der Zeit eine andere Waffe reinzulegen, weißt du? Ja. So als. Eigentlich müsste ich. Ich hab Sturmgewehr drin, Scharfschützengewehr, könnt ihr eigentlich rausnehmen. Ja, ich hab den Granatwerfer drin, aber das Granatwerfer gegen einen Hubschrauber kannst du ja gar nichts machen. Der Granatwerfer nee. Immer blub. Das mache ich mit dem Scharfschützengewehr, da habe ich die meiste Power drin. Y und Scharfschützengewehr. Ja. Da habe ich panzerbrechende Munition. So, dann sind wir hiermit fertig, ne? Dann sind wir hiermit fertig, ja. So, guck mal rein. Leifenricht erhöht die Rebellenpräsenz in dieser Region. Wo denn? Ja, im Prinzip ist unser nächstes Ding Einsatzbesprechung mit Baumeln. Erreichen Sie das Rocky Moor Biwak. Das ist ja der Abschluss im Prinzip. Hä? Wo? Das ist 4,2 Kilometer weg. Nee, von uns sind aber noch mehr Ziele. Da waren wir gerade doch im Lager. Na, war noch nee. Da. Nein, das war das Erste. Dann haben wir das Zweite gemacht und jetzt müssen wir das den Rocky Moor Biwak. Wir waren nicht im Rocky Moor Biwak. Das Rocky Moor Biwak ist da oben gewesen. Nördlich. Ich hefte da haben wir erst die unteren genommen. Ich hefte mal an, so. Ja, ich hab das. Ich hab's schon. Angenommen. Jetzt hab ich's zweimal drin. Ja, du hast zwei Sachen drin. Aha. Eine ist mit 1,7 ist von mir aus gesehen noch weiter weg. Ziele im Lager getötet. Kontrollstation Vipers 2, das Ziel sind zwei Bodark-Offiziere. Ja, du hast jetzt was ganz was Neues angenommen. Ja, weil da ich wissen das wir ja überhaupt nichts davon. Weil ich nicht weiß, was du meinst, weil bei mir wird nichts angezeigt mit dem komischen Biwak. Einsatzbesprechung. Das Rocky Moor Biwak, ganz ja. Oben, da waren wir nämlich noch nicht. Da haben wir gerade angefangen gehabt. Nein. Doch. Nein, wir haben im unteren angefangen. Erinnere dich bitte dran. Wir haben im unteren angefangen. Das Rocky Moor Biwak ist ganz woanders. Das ist da oben. Ich sehe hier keinen Rocky Moor Biwak. Der gelbe das Punkt. Dann, ja, der gelbe Punkt, den du jetzt aufmachst, der hast du dieses neue angenommen. Ist klar. Ich kann es auch wieder rausnehmen, aber ich habe trotzdem keinen gelben Punkt. Er wird nur die beiden Dinger blicken da. Rocky Moor Biwak. Mumu Delta Biwak habe ich hier. Goldige. Kell zu Fels. Jetzt kommt schon wieder welche. Okay. Der musst du markieren, Olaf. Wenn du meinst, da. Ja, ich weiß es jetzt auch nicht, wo das ist. Naja. Weißt du, dass wir uns das angeschaut haben, dann haben wir das untere genommen, weil das andere zu weit weg war. Das waren 5 oder 6 Kilometer. Und das, und war, gesagt, und das war dieses Rocky Mount Biwak, oder wie das hieß er? Nein. Na, die Besprechung von Bowman war das auch. Ja. Das ist jetzt ja auch wieder eine Einsatzbesprechung mit Bowman im Rocky Moor Biwak. Wo siehst du denn das? Es steht bei mir nirgendwo. Im Lake Country ein gefährlicher Job wird bei mir angezeigt. Einsatzbesprechung mit Bowman, erreichen Sie das Rocky Moor Biwak. Das war schon ja, vor. Da hat er uns was erzählt, aber hier ist doch was offen, Ziele im Lager. Denn markier das Ding da, wo du hin sollst mit deiner Aufgabe und wie kommen wir damit? Das weiß ich jetzt nicht, das ist jetzt durcheinander, weil jetzt ist ja das Neue angenommen. Ne, lokalisieren und eliminieren Sie alle Ziele. Ich hab's ja wieder gelöst. Da müssen wir ja nochmal lösen. Hier ist aber noch ein Einsatzsprechung mit Baumann. Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Dann markiert das, denn markiert das so. Fertig aus. Ich hab keine Schnauze vor ach, hier. Scheiße, ich markier gar nichts. Ich lauf da gar nicht hin. Das ist blöd. Da waren wir doch. Nein, da waren wir nicht. Wir das waren war schon vor. Baumann. Es waren vorher 3 Einsatzbesprechungen mit Bowman, waren da gekennzeichnet auf der Karte. 3 Stück. Warum 3? Das weiß ich nicht.
es waren drei und zwei haben wir gemacht und jetzt hieß es, wir sollen das Rocky Mountain Biwak erreichen. Und da ist wieder eine Einsatzbesprechung. Nein, ich habe jetzt hier, was wir gemacht haben. Ja. Habe ich einen abgeschlossen, und zwar den Drohnenschwarmhaken. Den haben wir abgeschlossen. Ja, gut. Unten sind noch Live-Hinrichtung und lokalisieren Sie und eliminieren Sie alle Ziele. Das ist das, was wir damit gekriegt haben von dem. Und dann sind hier noch ein paar Fundstück-Einsatzziele darunter. Ja gut, dann ist mir wurscht, dann machen wir jetzt die Ziele im Lager. Es ist ja wurscht, was wir jetzt machen. Ja, was der Terra angeklickt hat, ja, ne? Ja, das habe ich ja noch drin. Das gut, dann noch, machen wir das mal. Das ist ja nur haftet, das habe ich noch angeheftet. Ja? Das habe ich, ja, das habe ich ja noch nicht gelöscht, bitte. Die Limlara, ja. Gezielte Tötungen. Gezielte Tötungen, ja. Ja, ja. Spezialaufgabe. Ja. Ja. Jo, was ist? Naja, dann machen wir das Lokalisieren und eliminieren sie alle Ziele. Was du da angeklickt hast. Ja. Das müssen wir noch machen jetzt hier. Und dann ist noch eins offen. Das ist 4,2 Kilometer weg. Oh, das ist ein... Nee, ist ganz unsichtbar hinter uns. Nee, das ist der gefährliche Job. Der 4,2 Kilometer der Baumann. Gezielte Tötungen sind 1,5. Das sind 2,7 ja, genau. Bei mir. Gezielte Tötungen, ja. 2,7. 1,5. Da gehen wir hin, ne? Ja. Mir nach. Ich würde gerne mal irgendwo im Biwak reingehen. Ich brauche Munition. Warte mal, vielleicht finden wir da kommt der Drohne. Ja. Da hinlegen. Ist hinlegen. Oh. Ah, und ich bin jetzt hier. Scheiße, du, ich bin hier am Machen hier. Die haben dich erwischt. Ja, mich ja, auch. Klar. Oder mich haben sie auch erwischt. Ja, mich nicht. So. Lauf ich weg. Ich lauf weg. Scheiß drauf. Oder du bist der Edelkrieger unter uns. Ja, ich hab doch geschrien. Ja, wenn wir auf Steine stehen, ja, kann man sie hinlegen. So, ich lauf. So. Tschüss, Jungs. Ich hau ab. Wiedersehen. Tschüss, Olaf. Hey, grüß Gott. Oh, hier sind ja welche. Huch. Ja, das wollte ich gerade sagen. Unter uns, da sind welche. Ah, macht nichts. Ach, danke nicht schon wieder. Es ist doch zum Kotzen. Das ist nicht mein Tag. Nee, heute ist irgendwie der Wohn drin. Ja. Kotzi, oh Kotzi. Wo bist du, Terra? Ach, ich liege ganz irgendwo da unten. Ach, du liegst auch da. Sind alle zwei tot? Ja, ja. Ja, sag mal, bin dann ich hier einzig. Dann hast du doch extra gemacht. Du willst das bloß ganz alleine machen. Dann genau. Bin ich vielleicht ein Einzelkämpfer hier, oder was? Ja. Ja. Eben. Du willst das heute alleine spielen, genau. Ja. Wir machen das folgendermaßen, Olaf. Wir bestimmen die verkehrten Ziele und du tötest nur die Leute, die kommen. Ja, genau. Ja. Das nenne ich gerechte Arbeitsteilung. Ja. So. Da hatte ich eh keine Munition mehr, von daher ist es egal. Ja, ich war gerade Lara am Suchen, weißt du? Ja. So, zwei wieder tot. Ja, schön. Weißt du wer? Ich weiß nicht, wer das war. Irgendwelche Russen, bitte. Irgendwelche Russen. Immer die bösen Russen, weißt du? Wo ist denn? Ach, hier, der ist hier neben mir. Hinter mir ist der Igel. Bist du ja da? Ja. Achtung, sei Schritt da vorne, es muss nur einer sein. So. Ich bin auch bei euch hier oben irgendwie. So, dann wollen wir da mal runter. So, bevor wir jetzt irgendwo hinlaufen, wir springen zu irgendeinem Lager. Habe ich noch so voll, um Munition rumzurennen. Ja, da habe ich ja auch nachgesucht. Da haben sie mich niedergemacht. So, Lager. Dann können wir noch... eins. Ich bleibe mal da. Und dann kommt ihr hier zurück zu mir. Du das kommst... geht ja, ne? Weiß ich nicht. Also ich gehe jetzt schnelle Reise, zack.
Ja, meine jetzt. Wieder. Ja. Was für ein Lager hast du ausgesucht? Na, ich reiß ja eh gleich wieder zurück. Hoffe ich doch mal, dass es geht. Das glaube ich aber nicht. Wo ist der Olaf? Der ist. Bin hier. Ja. Ja, ich reise jetzt zu Olaf wieder, zack. Du kannst ja ein Lager nehmen, ist egal wo. Brauchst du bloß hin und wieder zurückreisen, weißt du? Ja. So, jetzt müsste ich ja wieder bei Olaf sein, hier oben, ja, da ist er. Ja, ja, klar. So, wo haben wir das Lager? Jetzt schauen wir schnell. Das ist ja gar nicht weit weg. Nee, müssen wir erstmal wieder dran gewöhnen, dass wir wieder zum Lager springen, auffüllen, wieder zurück ja. Und so. Lager. Oh, ja. Musst du das Lager aufmachen? Ja, wahrscheinlich. Nee, nicht. Also ich bin bloß hingesprungen und dann war. Oder? Gute nee, Frage. Oder muss ich rein da? Ja, du kannst den einfach in das Biwak aufschlagen, musst du erst einmal. Ach so, ja. Ja, dann muss ich da nochmal zurück. Das habe ich mir nicht gedacht, das ist nicht so, dass du da hinspringst. So. Der alles geschenkt und so weiter, so. Nix. Siege schon gesprungen? Nee, ich bin nur hier. Ich hab mir alles voll. Ja, springt jetzt nicht alle hierher, sondern einer muss zumindest dort bleiben, ne? Ja, Siege sagt, er ist voll, der braucht nicht springen, sagt er. Also. Nee. Dann kann ich auch springen. Nochmal. Ich bin. So, springe ich nochmal. Da muss der Biwak ja noch aufmachen. Okay. Da haben wir ja einen Laden auch. Nice, umsetzen. Ah, ne. So, mach mal auf. Don, 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 don. So. Aha. Dann kommen wir wieder raus. So. Ich glaube, am stolzesten sind Programmierer über ihre Sequenzen hier. Wie er Zelt aufbaut und. Lager abbrechen, gut. Ist vor dem Ollen Damm da, das haben wir auch schon mal so. Gemacht. So, M. Und da haben wir. Glaub nicht. Olaf, bis jetzt bist du Bestmann. Ich kann jetzt schnell Reise machen zu dir. Gut, komme. Was machst du denn da hinten? So, ich bin nie wieder da, ne? Ja, ich komme auch gerade hin, gezwitscht. Gut. So, jetzt sind wir 2,7 Kilometer, ne? Oder? Ne, da oben. Ja, da unten. Ja. 5,5. Hubschrauber schon wieder. Da unten nochmal. Hubschrauber! Hubschrauber! Ja. Black Hawk down. Ja, der quammt wie vor sich hin. Dann gehen wir da mal hier außen rum. Vorne kommt wieder eine Drohne. Und jetzt kommt die Drohne. So, das kann ich auch mal tarnen. Ist ja schön. Sieht aus wie eine alte Wildsau. Ich auch. Boah. Voller Modder. Also mit denen aufstehen, das sind keine Drohnen mehr. Können wir den nicht runterholen? Ja, ne? Sind doch keine Drohnen da. Hä? Wo denn? Das sind doch keine Drohnen, oder? Hast du keine große. Hast du keine große rote Drohne im Radar? Nein. Olaf spielt ein anderes Spiel, glaube ich. Ich spiele ein anderes Spiel, da ist nichts da. Meine Drohne ist da. Ich habe aber nichts gehört. Na gut. Gehört nichts, auf dem Radar nichts, gar nichts. Dann ist das ein Backel. So, wo wollen wir jetzt hin? Müssen wir erst mal den da ein bisschen niedermachen, der da unten irgendwo rumkraucht. Der